Mit Hilfe der Zeichnungen meiner Vorfahren und Florians Forschungsarbeit konnte ich mir ein genaues Bild darüber machen, wie fortgeschritten der Gletscherrückgang am Gebhardtschwerner ist. Aber was ist mit dem Rest der Alpen? Florian zeigt mir eine beeindruckende Animation der ETH Zürich. Ein internationales Wissenschaftlerteam hat die 115.000-jährige Vergletscherungsgeschichte der Alpen visuell rekonstruiert. Die Geschwindigkeit des Rückschmelzens, wie wir es heute eigentlich sehen, aktuell, so schnell ging es eigentlich noch nie. Zumindest kann man das an den Klimarekonstruktionen relativ gut sehen. Also wir haben jetzt ein sehr, sehr schnelles Zurückschmelzen in sehr kurzer Zeit. Also es hat selten so einen Temperaturanstieg gegeben, wie wir ihn jetzt erleben in der Vergangenheit. Nee, also so einen drastischen, schnellen Anstieg, wie wir den jetzt sehen, gab es tatsächlich noch nicht. Ja. Boah. Ja, das ist ein Statement. Aber einige Wissenschaftler haben den Kampf angenommen und stehen an vorderster Front, wie der Glaziologe Felix Keller. Wenn ich sehe, wie schnell der Martaretsch-Gletscher zurückgeht, dann kommt mir eigentlich immer der gleiche Spruch in den Sinn. Nämlich, unsere Kinder, die werden nicht fragen, ob wir das nicht gesehen haben, sondern sie werden fragen, was wir gemacht haben. Und darum löst sie mir eine riesige Motivation aus, wie man kann den Martaretsch-Gletscher als Süßwasserspeicher für die nächsten Generationen erhalten. Felix Keller arbeitet an einer besonders ungewöhnlichen Lösung. Nach 6 Jahren Vorbereitungszeit soll seine Vision heute Wirklichkeit werden. Mit aus Schmelzwasser gewonnenem Kunstschnee will er den Gletscher bedecken, um ihn vor der Sonne zu schützen. Super. Ja, vielleicht haben sie da das nicht gerade runterrutschen, aber ist gerade gut. Die Leerrohre werden wir nächste Woche verlegen, und zwar hier oben. Da ist der Wasserschacht. Da geht die Wasserleitung hoch bis auf den Berg. 600 Meter Höhenunterschied, das gibt 60 Bar. Wasser unter Hochdruck. So kommen wir, ohne einen großen Natureingriff zu machen, können wir Experimentierbedingungen schaffen, die für uns extrem wertvoll sind. 4 Wochen später. Dr. Keller wird sehen, ob sich all seine Mühen und Arbeit der letzten 6 Jahre gelohnt haben oder umsonst waren. Jetzt sind wir daran, zu verifizieren, ob alles so funktioniert, wie wir es im Labor entwickelt haben. Aber aus den Düsen kommt kein Schnee. Die Gletscherretter versuchen verzweifelt herauszufinden, warum ihre Installation nicht funktioniert. Warum kommt kein Schnee aus den Düsen? Das Problem war, dass die Leitung oben vom Berg bis hier unten, dass die zuerst gefüllt werden musste. Und da hat ein Schieb nicht richtig funktioniert. Hier oben ein Schieber ist vermacht. Den müssen Sie jetzt zuerst ausgraben, dass Sie es bis morgen machen können. Aber, ja, dann tun wir morgen mal probieren. Ja, genau. Dann müssen wir morgen wieder. Schade, aber es ist jetzt halt so, ja. Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass es zustande kommt, denn die Messapparatur funktioniert, die Schneileitung ist installiert. Die Seilinstallation funktioniert reibungslos. Es gibt keinen Grund, die Meinung jetzt im Moment zu ändern. Aber es dauert noch mal 4 Wochen, bis endlich alles klappt. 600 Düsen sollen später eine 10 Meter dicke Schneeschicht auf den Gletscher verteilen. Der finale Effekt auf den Gletscher wäre, dass eigentlich es damit gelingen würde, größere Eismassen als Süßwasserspeicher den kommenden Generationen zu erhalten. Ich denke nicht, dass das eine dauerhafte Lösung ist, aber wir können diese Speicher etwa 30 bis 50 Jahre länger erhalten, und das wäre eine gute Verschnaufpause.
Durch das Schmelzen der Gletscher entsteht noch ein anderes Problem, das unsere Alpen bedroht. Der Rückgang des Permafrosts. Doch auch hier arbeiten Wissenschaftler schon an Lösungen. 4 Millionen Kubik Fels lösen sich vom Piz Cengala und donnern ins Tal. Der Bergsturz löst einen gigantischen Moorgang aus, der vor allem das Bündnerdorf Bondo in Bergell streift. Mindestens 8 Personen werden bis zum jetzigen Zeitpunkt vermisst. Auf dem Kitzsteinhorn, auf über 3000 Metern Höhe. Hier treffe ich Wissenschaftler, die mit ihrer Forschung in Zukunft Katastrophen wie in Bondo verhindern wollen. Gehen wir's an. Jawohl. Dafür haben Geomorphologe Markus Keuschnick und sein Team vor 6 Jahren 30 Löcher in den Felsen gebohrt. Sie überwachen hier den Permafrost. Wie tief ist das Loch drin? Das ist 30 Meter tief. 30 Meter? 30 Meter. Boah, das ist schon weit, gell? Abgedorft. Ja, genau. Weil wir wollen nämlich damit nachschauen, wo ist die Untergrenze vom Permafrost. Auf der einen Seite, also wie tief geht der in den Berg rein. Und auf der anderen Seite wollen wir auch nachschauen, wie mächtig wird im Sommer die Auftauschicht vom Permafrost. Weil die ist sehr wesentlich eben für Felsstabilität. Permafrost, das ist gefrorener Boden, der Wasser enthält. Schmilzt das Eis, wird diese Schicht instabil und kann abrutschen. Das Bohrloch, welches ich heute zusammen mit Markus überprüfe, befindet sich 50 Meter unterhalb der Plattform, mitten auf der Nordflanke des Gipfels. Unterhalb des Bohrlochs geht es noch mal 200 Meter senkrecht in die Tiefe. Markus, wie schaut es mit den Bedingungen heute aus? Heute müssen wir aufpassen, einfach aus den Gründen heraus, es regnet. Und wie man da sieht, es liegt ziemlich viel lockeres Material drinnen. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt beim Abseilen wirklich ganz, ganz besonders auf Steinschlag achten. Mhm. Okay. Um eine zuverlässige Temperatur und geoelektrische Überwachung zu gewährleisten, müssen die Forscher Instrumente, Kabel und Elektroden regelmäßig überprüfen. Achtung! Die gesammelten Daten sollen helfen, eine Art Frühwarnsystem zu entwickeln. Servus, Markus. Hallo. Fix. Grüß dich. Viel Platz ist da nicht, gell? Nein, viel Platz ist da nicht. Wie groß ist diese Plattform? Ja, so ungefähr. Ein knapper Quadratmeter. Knapper Quadratmeter, also ziemlich eng. Es geht da auch ganz schön steil runter. Fehler darf man keine machen. Da unten ist der Gletscher, ja, genau. Da unten ist der Gletscher. Wir sind jetzt bei unserem, sagen wir mal, fast wichtigsten Bohrloch auf dem gesamten Berg. Nämlich unser Im Inneren der Felswand messen die Sensoren eine Permafrosttemperatur von minus 1,8 Grad Celsius. Doch im Sommer tauen die oberen 4 Meter auf. Hier gibt es keinen Permafrost mehr. Zieht sich der Permafrost zu stark zurück, ist die Stabilität der Gipfelstation gefährdet. Deshalb sind bereits 15 Felsanker installiert worden. Wir haben besonders hier im Hochgebirge einfach genau einer der Klimawandel-Hotspots. Wir sehen da die Veränderungen wesentlich schneller als wir in vielen anderen Bereichen. Und genau das ist einer meiner wichtigen, sagen wir mal, Antriebe, einfach zu sagen, Leute, schaut's her. Der Klimawandel ist nicht nur eine Statistik, die was da ist. Die Auswirkungen haben wir schon. Wir sehen sie, die Auswirkungen, und zwar mit sehr beschleunigt. Neben der geoelektrischen Überwachung des Permafrosts rund um die Gipfelstation des Kitzsteinhorns scannen Markus und das Team auch die umliegenden Felswände. Dann kannst du mir auch den Akku rausgeben. Jeden Monat prüfen die Glaziologen mit dem Laserscanner das Areal. Wieso ist der Laserscan jetzt so wichtig? Ja, wir benutzen den Laserscanner, um wirklich kleine Veränderungen in Felswänden oder am Gletscher erfassen zu können. Zum Beispiel Steinschläge, zum Beispiel Oberflächenveränderungen am Gletscher. Und das machen wir in gewissen Abständen, monatsweise, um wirklich die Veränderung über die Zeit wirklich mitverfolgen zu können. Genau, Verbindung haben wir. Okay, das heißt, das ist 0, 180. 90 bis 270. Okay. Magst du ihn starten, oder? Gerne. Und jetzt startet er los, genau. Linien auf, ne? Also hier sehen wir jetzt, wie sich da das Geländemodell aufbaut. Ja.
Mit ihrer Forschung wollen die Geologen und Glaziologen herausfinden, wie gefährlich die Klimaerwärmung fürs Hochgebirge ist. Wir machen das schon seit 10 Jahren. Und über die 10 Jahre haben wir zum Beispiel gesehen, dass wir eine ganz klare Zunahme an Steinschlägen gehabt haben, insbesondere im Bereich, wo der Gletscher zurückgegangen ist. Und die Ursache ist die Klimaerwärmung? Aufgrund dieser Temperaturerhöhungen reagiert der Gletscher und auch der Permafrost. Mhm. Und eine der Folgen ist, der Gletscher geht zurück, neue Felsflächen werden freigelegt. Und diese Felsflächen können wieder durch Regen, durch Niederschlag und so weiter wieder angegriffen werden. Und gleichzeitig kann die Felsbereiche erwärmt werden und dadurch nimmt es an Festigkeit ab, das Gebirge. Und wieder die Folge sind Steinschläge. Es brechen ja teilweise sogar schon ganze Gipfel ab. Ja. Was wir ganz, ganz klar sehen, ist wirklich eine Zunahme an größeren Felsstürzen. Für das Forscherteam geht es darum, ein Systemverständnis zu entwickeln. Das hilft ihnen dabei, Modelle zu konzipieren, die zukünftigen Szenarien entgegenwirken und helfen, entsprechende Maßnahmen daraus zu adaptieren.